Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Glanzwerbmanufaktur. Was machen wir heute? Ein Ungetüm, womit du auch über Steine fahren kannst, was vom Unterbodenschutz her ja, auf jeden Fall mal Liebe benötigt. Ich zeige euch mal, von was ich rede. Dieses hier, Jeep Wrangler Rubicon, modifiziert, um ja alles Mögliche zu überwinden, was dir in den Weg kommt. Der Besitzer fährt mit dem Auto sehr gern ins Gebirge. Ne? Ist klar, im Flachland hat das Auto eigentlich nichts verloren. Das ist langweilig, aber hiermit kannst du damit im unwegsamen oder auch unzugänglichen Gelände richtig viel Spaß haben. Ne? Wie man ja auch schon an den Reifen sieht hier, Rockproof. Die sind für den schweren Einsatz und ja, wie wir es hier schon sehen, ab Werk ist der Rostschutz eher mau bei diesen Fahrzeugen. Das ist ja allgegenwärtig bekannt, dass die amerikanischen Fahrzeuge oder die Fahrzeuge aus diesem Teil der Erde eher nicht so gut konserviert sind, sagen wir es mal so. Ne? Und ja, das darf ich jetzt übernehmen. Ich muss dann auch mal gucken, wie viele Kilometer da schon runter hat. Aber ja, der wird eigentlich nur dafür genutzt. Und ja, dementsprechend sieht hier halt auch alles aus. Ne? Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Viel zu demontieren ist hier nicht. Ne? Der liegt quasi komplett offen, was ja schon mal nicht schlecht ist. Aber hier werden wir sehr viel strahlen. Und sehr viel Nadeln, das weiß ich jetzt schon. Aber das muss halt sein. Ne? Und dann schauen wir, dass wir hier was Schönes gezaubert bekommen. Und was auch schön ist, das kann ich euch eben mal zeigen. Heute kam ein Paket aus Österreich von der Firma DKS. Denn ein sehr netter Kollege, der Herr René Fayes von Kfz-Service Fayes, ich verlinke euch den Kanal von ihm mal unten in der Videobeschreibung, der macht auch ausschließlich Unterboden- und Hohlraumkonservierung für die Fahrzeuge. Und den habe ich, wo ich vor einem knappen Monat im Urlaub war, einfach mal besucht. Ne? War aber vorher schon ein bisschen in Kontakt gewesen, ein bisschen geschrieben. Und da habe ich ihn einfach mal besucht, weil wir da in der Nähe waren. Und da haben wir mal ein bisschen geschwätzt, weil der René hat eine richtig schöne Spritztechnik bei sich in der Firma. Eine sehr umfangreiche Spritztechnik für die Hohlraumkonservierung und auch Unterbodenkonservierung. Und auf den Zug wollte ich auch mal aufspringen. Das heißt, ich spritze den Unterboden. Bisher war es jetzt immer so mit R-Mix, also mit einer Unterbodenschutzpistole. Das ist mir aber immer viel zu viel Materialvernebelung und teilweise ist das mit der großen Unterbodenschutzpistole auch auf dem Unterboden relativ unhandlich, weil die ziemlich groß und sperrig ist. Und da kommt man halt relativ schlecht in so manche Ecke oder Kante rein. Und aus diesem Grund zeige ich euch das jetzt mal, sind wir umgestiegen, was das angeht, auf eine Fasspumpe. Das zeige ich euch mal eben. So, schauen wir hier mal rein. Das ist das gute Stück. Eine Fasspumpe, die wird ins Fass gesteckt, quasi in dieses Fass da. Gucken wir nochmal hier. Da kommt die rein. Da ist quasi der U-Schutz drin, die Nitrol 4920, den ich sonst auch immer benutze, aber halt diesmal in Fassform für die Airless-Pistole. Und an diese Fasspumpe wird dann quasi vorn diese Pistole angeschlossen. Haben wir ein bisschen verschiedene Düsen, ne? Das ist die Pistole. Kann man hier vorn quasi über den Mechanismus die Düse wechseln. Das ist die gerade Düse. Oder beziehungsweise gerade Sonde. Dann haben wir hier noch eine abgewinkelte Sonde. Hier ist auch schon die Düse drauf, der Düsenkopf. Ne? Z-Gelenk für den Anschluss von der Pistole. Materialschlauch von der
Von der Fasspumpe zur Pistole haben wir 15 Meter Länge. Das ist eine Flächendüse hier. Und hier haben wir noch so ein bisschen Zubehör. Druckminderer und Reinigungsnadeln für die Düsen. Nochmal eine Düse an sich, die ist hier drin. Die kommt dann quasi hier auf die gerade Sonde drauf. Und dann wird das Ding quasi per Druckluft betrieben. Ist aber quasi nur die Pumpe, der Pumpenmotor wird mit Druckluft angetrieben. Und im Materialfluss selber ist keine Luft drin. Dafür aber halt sehr viel Material und sehr, sehr hoher Druck. Ja, also das Material kommt dann, ich weiß gar nicht, das ist eine 1 zu 26. Also vorne kommt das, wenn du hinten ein Bar eingibst, kommen vorne 26 Bar raus. Ja, das ist schon, also ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig wiedergegeben. Auf jeden Fall kommt sehr, sehr, sehr viel Druck vorne raus. Ja, da müssen wir ein bisschen üben, damit wir auch einen schönen Auftrag hinkriegen. Aber somit haben wir einen richtig satten Auftrag. Sind schneller dabei, das ist auch wichtig. Und ja, bei dem Fahrzeug da ist das auf jeden Fall genau das Richtige, was wir da machen. Ne? Deswegen, ich werde jetzt das eine oder andere schon anfangen zu demontieren und dann gucken wir nochmal drunter. Aber wie gesagt, hier ist sehr, sehr, sehr viel Oberflächenrost schon vorhanden. Ich hoffe, dass er noch nicht allzu tief ist, aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wird hier sehr, sehr viel Strahlzeit sein und sehr viel Nadelzeit. Also ich denke mal, 4 Stunden strahlen auf alle Fälle. Gehe ich auf jeden Fall mit, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe auch ein bisschen mehr Eis bestellt und Nadeln, boah, vielleicht einen ganzen Tag. Schauen wir mal. Ich melde mich später. So, jetzt haben wir das, was wir zerlegen könnten, erstmal zerlegt. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Es ist zwar jetzt alles noch schmutzig, aber hier lässt sich natürlich das eine oder andere schon absehen. Ne? Hier fängt es an. Das sieht man auch sonst nicht, weil das alles hinter einer Verkleidung steckt, beziehungsweise in der Rathausverkleidung. Hier am Raben oberhalb fängt es an. Ist überall, haben wir da ein bisschen Befall, ne? Hier drin auch. Mal sehen, wie ich da hinkomme. Aber halt hier, das ist das Typische, ne? was man so erklärt. In der Fläche fängt so ein Träger nicht an zu rosten. Ne? Aber irgendwann, wenn das Fahrzeug mal fährt und sich verwindet und so weiter und so fort, arbeiten halt die Schweißnähte, ne, wie zum Beispiel hier. Und dann sieht man das, dass die halt anfangen aufzublühen. Ne. Das arbeitet das Material, das arbeitet hin und her, reibt dann so miteinander und dann ja, entsteht da Korrosion. Ja, hier genauso auch. Hinten dasselbe Spiel, ne, Schweißnähte oberhalb auf dem Rahmen. Auch alles angerostet, aufgerostet und hier an den Kanten, da wo quasi, hier haben wir zwei, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier sind zwei überlappende Bleche, ne? Quasi das Rathausblech und das Innenblech, die liegen aufeinander, arbeiten und dazwischen kann sich natürlich auch Schmutz sammeln, wenn das arbeitet mit der Zeit, bis ja das alles durch ist, fängt es dann natürlich dann auch an zu gammeln, da muss man auch ran und da muss ich richtig ordentlich mit dem Kriechöl reingehen, damit das nach oben kriechen kann, damit wir das wieder verschließen. Rahmenaufhänger hier genauso. Ne, ist eigentlich alles ein Trauerspiel. Was sogar nicht, was das ist. Aus wie die Spritleitung. Sollte man sich auch mal notieren, dass das mal mit erneuert wird. Ja. Wir nehmen mal kurz hoch und dann gucken wir mal unten drunter noch. So, dann schauen wir noch mal unten lang. Gesagt, wenn ich guck mal von der anderen Seite. Hier vorne am Rahmen fängt es an, ne? Da haben wir vorne das Schutzblech drunter gehabt. Hier dahinter rostet es natürlich auch an allen Ecken, Kanten, ne? Schweißnähten, dasselbe Spiel ist ja eigentlich überall. Achse vorne, da ist zwar schon mal irgendwie sowas wie ein werksmäßiger U-Schutz drauf, aber wie man hier sieht, da auch schon runter. Das werde ich alles mit Nadeln, dass das alles runterfliegt, was lose ist. Und dann wird das wieder neu stabilisiert mit dem Roststoppprimer. Und dann wird das noch alles kräftig geölt. Natürlich vorher tun wir mal ordentlich strahlen. Das kommt alles, das Eis kommt übermorgen. Morgen werde ich schon mal ein bisschen vorreinigen, so ein bisschen grob. Hier habe ich schon mal, es ist so ein leichter Unterschied, wird schon ein bisschen besser. Aber ja. Auf jeden Fall, morgen ist ein ganzer Tag Nadeln angesetzt.
Heute war ich schon langsam am Anfang. Und genau, das ist das. Das ist so der Ausgangszustand. Wie gesagt, oftmaliges Erscheinungsbild, die Hauptträgerrahmen bei so einer Pickups oder Geländewagen, die sind immer am schwersten betroffen. Und das Chassis an sich geht eigentlich, ne? Aber ja, so sieht's aus, ne? Ja, Verteilergetriebe braucht halt auch mal ein bisschen Liebe. Das ist alles schon oberflächlich gut angerostet. Und da muss man was machen, ne? Sonst ist das irgendwann einfach mal durch, ne? Na. Aber hier fängt es auch an hinten, der Anhängeblock fängt auch an zu gammeln. Ja, mal alles mit bearbeiten. Ist ein bisschen komplizierter hier mit den ganzen Kabeln. Das müssen wir dann ordentlich abkleben, weil das wird da genauso ordentlich und dick und fett eingelassen mit dem Wachs. Aber ja, ordentlich abzukleben und auch ordentlich zu entrosten. Aber so ist es, so wird es gemacht. Ja. Und hier sehen wir es auch hier. Ölwanne, die wird sich irgendwann einfach mal erneuern. Die ist auch schon ziemlich mit Leidenschaft gezogen. Da nadle ich ja nicht dran rum, da habe ich immer ein bisschen Respekt. Das ist, die lassen wir so, wie sie ist. Da werde ich ein bisschen Öl drauf schmeißen, dann passt das. Ne? Soweit, so gut erstmal. Für heute ist erstmal Feierabend. Genau, und dann geht es morgen ganz straff weiter. So. Anderthalb Tage später. Ihr seht, der Gute ist schon eingepackt, zumindest oberhalb. Unterhalb muss ich noch ein bisschen einpacken. Meine Lampe, hier so. Alter Schwede. Also ich bin ja keiner, der so viel rumheult, ne? Aber die Temperaturen bei der Hitze, das Trockeneisstrahlen einfach nur suboptimal. Das macht keinen Spaß. Und jetzt zeige ich euch mal den Unterboden. Das war nämlich auch so ein Akt, das Ding zu streuen. Moment. So, schauen wir mal. Was sehen wir hier? Wie ich anfangs schon sagte, da muss irgendwie irgendwo meine Konservierung bekommen haben. Das habe ich aber gesehen, oder das hat sich im Zuge des Strahlens hat sich das herausgestellt, dass das nicht irgendein Schutzwachs ist, sondern das ist alles, ja, so eine Art Steinschlagschutz. Das ist relativ weiche Oberfläche, hast du mit Trockeneis eigentlich schon verloren. Ne? Da hätte man, ne, ich habe mich heute sehr viel aufgeregt beim Strahlen und viel rumgemotzt. Und das ist einfach nicht schön ist. Ne? Ich meine, Butter bei die Fische. Ne? Hier geht es darum, dass wir eine Rostbehandlung machen an dem Fahrzeug. Wir haben ja, wie gesagt, wie man hier sieht, an allen Ecken und Kanten fängt er an. Das ist auch schon alles genadelt. Und das werde ich dann morgen als erstes stabilisieren und dann noch ölen und dann kommt das Wachs drauf. Deswegen, hier geht es nicht darum, dass das Auto hinterher ins Museum kommt und nicht wieder fährt, sondern es geht einfach darum, dass wir eine ordentliche Oberfläche schaffen. Ne? Das sieht jetzt alles hier noch schmutzig aus, aber das ist einfach nur eingewanderter Schmutz auf diesem Steinschlagschutz. Und das interessiert diesen Steinschlagschutz nicht. Ne? Ich werde es aber trotzdem so machen, dass ich, wie gesagt, den ganzen Unterboden einfach mal, nachdem ich stabilisiert habe, die ganzen Roststellen, alles mal grob voröle, ein bisschen vorstäuben, weil dieses Öl, was ich dann nutze, das Dinitrol ML, ist auf Wachsbasis und das verschließt, wenn irgendwo eine offene Pore sein sollte, von diesem Steinschlagschutz verschließt es das und bildet dann hinterher natürlich eine optimale Oberfläche für das Wachs, was drauf kommt. Wie so eine Art Honigschicht. Das ist leicht klebrig und bildet natürlich dann auch eine optimale Haftgrundlage für das Wachs. Aber wie gesagt, hier habe ich extrem viel gestrahlt, viel genadelt. Also gestrahlt habe ich heute bestimmt 4 Stunden. Und mein Kompressor hat dann irgendwann auch einfach mal abgekackt, weil das einfach zu heiß wurde und der auch heiß gelaufen ist. In diesem Sinne werde ich, ja, sorry, wenn ich gerade ein bisschen durch den Wind bin, aber das ist heute schon wieder so ein 13-Stunden-Tag gewesen. Ich werde dann morgen früh die ganzen Roststellen noch einlassen
mit einem Roststoffstabilisierer, Roststoffprimer. Und dann Auspuff noch einpacken. Und dann kann eigentlich die wilde Fahrt schon losgehen mit der Konservierung. Ja. Ist leider halt hier auch schade bei meiner Bühne. Das ist ein bisschen umständlich mit den Rädern, weil der halt genau von der Breite her so ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Genau der obere Leiterrahmen, genau hier ist die Bühne vorbei. Das hätte ich schon irgendwie aufbocken können, aber das geht hier leider nicht. Da ist so eine Zweisäulenbühne eine gescheite, auf jeden Fall immer noch was Besseres. Das wird auch noch kommen, aber ja. Fakt ist auf jeden Fall, er hat ein bisschen Rost und er wird auch genau wieder diesen Einsatzzweck wieder aufnehmen, den er vorher schon hatte. Also das ist Fakt, er wird wieder für einen schweren Geländeeinsatz genutzt. Und deswegen machen wir hier richtig schön dick, fett Wachs unten drauf, dass der Besitzer auch nicht gleich Angst haben muss, wenn er mal irgendwo aufsitzt, ne? Genau. So ist der Plan. Und da muss man noch aufgehen. Ja. Ordentlich, ne? Frontstoßstange werde ich morgen noch ein bisschen abkleben. Aber ich muss halt bis hier unten ran. Ne? Selbst bis zu dem Frontträger, bis zu dem Frontbock gammelt das. Und den Bock von der Seilwinde, den werde ich wahrscheinlich dann manuell von Hand einstreichen. Ne? Ja, ja. Ah ja, so ist das. In diesem Sinne, es ist jetzt 19 Uhr, seit 7 Uhr, kurz vor 8 Uhr bin ich hier. Das reicht für heute. Bis morgen. So, und wie man jetzt hier im nächsten Bild sieht, ich mache das mal hier aus dem Off, ist jetzt quasi alles da, wo Korrosion war, mit dem Roststoffprimer versehen worden. Das ist quasi eine Rostschutzgrundierung, damit wir quasi den Unterboden oder beziehungsweise den Rostgrund stabilisieren und somit darauf mit dem weiteren Unterbodenschutz weiter aufbauen können. Ne? Das ist alles lecker schön glänzend geworden. Hier habe ich gerade eine kleine Stelle entdeckt, da musste ich dann hinterher noch mal ein bisschen was nachspritzen. Aber soweit, ne? Hier, da bin ich nochmal drüber gegangen, aber soweit hat das gepasst. Ein Stück weiter voran im Prozess, ich bin jetzt hier schon fertig. Jetzt hat der Wagen quasi hier sein Dinitrol 4942 auf dem Unterboden bekommen und auch auf den Rahmen sowie die Achsteile und Anbauteile. Es hat eine leicht braunmetallische Farbe und ist auch relativ schichtstark, bleibt schön elastisch und das ist genau das Richtige für das Fahrzeug. Der Auspuff hat Zinkschutz bekommen. Das mache ich pro forma immer mit, weil das halt auch nochmal im Zuge der Hitzeentwicklung am Auspuff einen leichten Rostschutz gibt. Den Steigbügel habe ich auch nochmal entrostet und mit einer frischen Rostschutzgrundierung angestrichen, sodass es auch noch steigbar bleibt. Und ja, somit ist der Unterboden fertig von dem Fahrzeug. Ist relativ kurz jetzt und relativ abrupt das Ende. Lag aber einfach nur daran, da ich an dem Tag noch Handwerker da hatte, die da ein bisschen was bei mir montiert haben. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und ja, ich danke fürs Zusehen und zeige euch jetzt noch zum Abschluss ein Bild, wo das Fahrzeug abgeholt wurde, was ich sehr schön finde, denn die Frau von dem Besitzer, die fährt quasi ein identisches Fahrzeug, nur als Zweitürer. In diesem Sinne, ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.